Hallo Welt, da sind wir wieder hier vor dem Polizeirevier in Cambridge. Und es gibt einige Neuerungen. Zum einen ist meine Internetverbindung sehr viel schneller. Das bedeutet, wir werden ab dieser Folge der 1300. Folge von Fallout 4 jetzt endlich in Full HD die kommenden Folgen hochladen. Zumindest werden wir das mal versuchen. Mal sehen, wie mein Rechner das so verpackt und wie YouTube das verpackt. Wir werden... Achso, eine andere Neuerung ist, denke ich, noch... Die mechanische Bedrohung. Das Add-on Automatron, denke ich, heißt es. Und das ist raus. Und wir haben schon eine neue Aufgabe. Mechanische Bedrohung. Mein Pip-Boy empfängt ein Notsignal. Ich sollte es mir anhören. Hör dir das Karawanen-Notsignal an. Ja, und bevor wir jetzt reingehen, sollten wir da mal zuhören. Karawanen-Notruffrequenz. Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte, sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Oho, oho. Okay, finde die Karawane. Dies ist ein Notruf. Die Karawane finden. Watts, Watts, Watts? War das nicht auch hier irgendwo in der Ecke? Ja, ich meine, das war irgendwo hier unten. Moment mal, wir können uns das ja einfach machen. Einfach R gedrückt hier und... Ja, wir sind immer noch hier. What's... Ich glaube, das war hier unten irgendwo. Muspike. Westtunnel und... Ja. Hesters Haushaltsroboter? Nein, das war es nicht. Watts Haushaltselektronik, gar nicht so weit weg. Sind wir neugierig? Nein, reisen nicht, aber die Markierung setzen wir mal dorthin. Ja, wir sind neugierig. Die Bruderschaft muss mal, oder? Sollen wir erstmal hier rein? Moment, was sagt denn die Uhrzeit? Oh, 5 Uhr. Das ist schon etwas spät. Ach so, ja, eine Aktualisierung. Mechanische Bedrohung. Laut dem Notsignal war die Karawane ein Stück östlich von Watts Electronics. Wenn ich den Leuten helfen will, sollte ich mich besser beeilen. Finde die Karawane. Ja, und da wir uns beeilen sollen und wir sowieso nicht so der größte Freund der Bruderschaft sind, geht's ganz kurz dahin. Ganz kurz. Danach geht's aber sofort weiter. Da vorne ist schon eine Karawane, aber das ist nur ein Versorger von uns. Was heißt nur? Ist doch gut, dass er da ist. Er braucht bessere Waffen. Und eine Polizisten-Sonnenbrille. Naja gut, wir haben jetzt nichts für ihn dabei. Ist das ein normales Brahmin? Ein Pack-Brahmin. Level 3 aber schon. Sehr schön. Haben wir hier eigentlich schon reingeguckt? Na komm schon, V. Lass dich V'en. Oh, hallo. Ich weiß. Es ist grauenvoll alles. Ja gut. Also, wenn das schon steht, wir sollen uns beeilen, dann beeilen wir uns eben auch mal. Und folgen dem Notrufsignal. Soweit war das ja tatsächlich nicht. Und ich bin ja doch neugierig. Ich habe so lange jetzt, wir alle haben ja so lange gewartet jetzt auf den ersten DLC. Oh, da wird schon geschossen. Ritter, mhm. Ah, die sind hier mit den Kakerlaken beschäftigt. Naja, das sollten sie aber hinbekommen. Ich glaube, das war das Kakerlakenhaus. Sind das auch Ritter? Das sind auch Ritter.
irgendwas Weißes auf dem Kopf. Ein Pilotenhelm, oder? Wenn du dir keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nie den Rücken zudrehen. Ja, dann sind wir doch gleich schon da. Nur einmal ganz kurz geguckt, was da los ist. Moment. Es ist ja nicht direkt am Gebäude der Watts Haushaltselektronik. Es ist mehr so östlich. Aber das Gute ist, wir sehen hier schon mal einen Kühlschrank. Das heißt, wir können uns gar nicht so weit verlaufen. Wir müssen einfach nur links am Kühlschrank vorbei. Und dann können wir uns immer gut... Lass es einfach sein. Du hast ja recht. Oh, da geht's schon los. Servomesh, neue, was? Ein Quanten, ein ganz viele Roboter. Fliegende Roboter, was? Lüge ich denn? Gibt's sowas? Gab's sowas schon mal? Oh, ja, fliegende Augenbots. Ein Augenbot. Da ist ein Augenbot. Nicht unser Feind, nicht unser Freund, meine ich. Cybermake, Augenbot. Die können ja auch nicht viel. Okay. Wir sollten aufpassen, was sie drin haben. Überhaupt, können wir so ein Ding aufbauen? Oh, ich bin so neugierig. Machinist Holomant. Schallplatte, Militärstandard und Stahl hat er drin. Das Holomant sollten wir uns gleich mal anhören, aber wir müssen hier erstmal sehen, ob wir irgendwem helfen können. Oh, Level 82, der ist schon besser. Das ist Ada. Ada müssen wir helfen jetzt. Das können wir aber besser, oder? Man weiß überhaupt nicht, wo hier oben und unten ist bei den Robotern. Legendärer Quantenschwarmbot. Ada, halte durch, wir sind schon da, wir sind schon... Huhu, huhu, da bekommen wir aber viele Materialien jetzt daraus. Hallo Ada. 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 Ich hätte jetzt gerne gesagt, das habe ich kommen sehen, aber nope, habe ich überhaupt nicht kommen sehen, tut mir leid. Wir müssen das Ganze, glaube ich, nochmal machen. Und was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, dass unsere Tastatur eine F5-Taste hat. Und die sollte man ab und zu mal benutzen. Naja gut, jetzt, das ist jetzt unfair. Jetzt wissen wir ja, was auf uns zukommt. Ada, werden wir nochmal versuchen zu helfen? Schade. Aber wir werden diesmal etwas geschickter rangehen an die ganze Sache. Zum Beispiel werden wir... Okay. Zum Beispiel werden wir... Wo geht's hier raus? Erstmal hier rauskommen müssen. Ja, abspeichern zwischendurch kann wirklich was. Ich kann es nur empfehlen, wer das dann auch mal hier ausprobieren möchte, durchs verstrahlte, halbverstrahlte Commonwealth zu laufen. Versucht mal, die F5-Taste zu suchen auf eurer Tastatur. Ist nicht immer ganz einfach, ich weiß, aber es geht. Man findet sie doch, wenn man nicht Richie Beer heißt. Dann klappt das vielleicht auch mit der F5-Taste manchmal. Okay. Wir sind schon mal schneller als der Versorger beim letzten Mal. Und wir wissen ja jetzt wohin. Einfach gucken, wo ist der Kühlschrank. Naja, wir nehmen aber wieder einen anderen Weg. Wir gehen diesmal die Straße entlang hier. Oh Mann, oh Mann. Was hat er dort gefunden?
Och, muss das sein jetzt? Das ist keine gute Idee. Das ist wirklich keine sehr gute Idee jetzt. Okay, hier kann sie schon mal nicht rein und wir können uns etwas spritzen. Oh, McCready versucht es auch jetzt mit der Machete. Der wird doch gleich zu Boden gehen. Und ja, da ist er schon. Ja, ich weiß, Todeskrallen mit einer Machete angreifen. Ach ja, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Das ist jetzt ein paar Tage her, dass wir hier die letzte Folge gemacht haben. Und man muss erstmal warm werden. Genau. Jetzt wollen wir das doch wohl nicht alles nochmal machen, oder? Oh nein, wir müssen uns das Notsignal erstmal noch wieder anhören. Das habe ich gerade gar nicht gesehen, dass das nochmal aufgepoppt ist. Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind hier östlich von Rapid Electronics, falls jemand in der Gegend helfen kann. Bitte, sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Moment. Ja, Sir. Ada, da war Ada. Ja, okay. Wir sind jetzt wenigstens... Wir wissen jetzt wenigstens, dass Ada Ada ist. Ist ein Notruf. Ada. Nicht Ada, auch nicht Atta, sondern Ada. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics, falls jemand in der Gegend helfen kann. Dann. Ach, die schon wieder. Ja. Versuchen wir das nochmal. Ganz genau. Warum müssen wir denn mit der Machete unbedingt da drauf? Das kann doch nicht klappen, oder? Du legst dich mit dem Besten an! Na, ist das wahr? Ja, okay, für dieses schöne Bild. Das war's doch wert. Mann. Ja, okay, ich lasse es. Beim nächsten Mal lassen wir es mit der Machete. Das hat ja so viel Sinn nicht, obwohl, ja, wir haben es fast geschafft. Wäre dieser Supermutant nicht gekommen? Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Ada, die Nachricht. Möchtest du unbedingt zu leuchten anfangen oder was? Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind... Okay, Todeskralle. Wo ist sie? Todeskralle, die dritte jetzt. Ah, diesmal ist sie nicht da. Doch, sie ist da. Das dauert nicht lang. So leicht benommen, wenn man getroffen wird von der Todeskralle. Und kann man nicht sofort wieder zuschlagen. Aber das klappt ganz gut. Ja, okay. Und wo war der Supermutant noch? Na egal, der stört jetzt nicht weiter. Ja, die Todes... Oh, die Todes... Oh! Nanu, so viele Knöpfe. Ah, hier ist F5. Dann haben wir es jetzt aber auch. So, haben wir gleich die richtige Waffe hier ausgesucht.
Jawohl. Die ist schön. War da eine Karottenblume? Ja, eine Karottenblume. Wilde Karottenblume. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen sputen hier. Nach dem Kampf mit der Todesklaue. Okay, wir sind schon da. Und wir hören es schon. Wie gesagt, wir sollten diesmal etwas geschickter dran gehen. Oh, 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 ja gut. Da sind wir schon mal nicht in der Explosion drin gewesen. Jetzt nur nicht Ada zerstören. Wir müssen die Schwachpunkte noch irgendwie ausloten von den Dingern. Ach, wir haben uns schon entdeckt. Halt, halt! Die können fliegen! Servomech, Schwarmbots! Ja, cool! Die drehen sich richtig in der Luft. Hört sich zwar friedlich an, aber sieht nicht friedlich aus, was ihr da tut. Mit sowas können die also. Ja, ich verstehe. Ja gut, das war's und. Ada, 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 rede mit dem Roboter. Vielleicht speichern wir lieber vorher mal. Nicht, dass gleich wieder irgendwas. Da kommt nämlich schon wieder einer. Schaut, ihr habt das Ziel verloren. Ada! Meine Freunde haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Oh, alles okay mit dir? Kein Ärger. Dein Glückstag. Dein Verlust tut mir leid. Alles okay bei dir? Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. Danke nochmal für ihre Mühen. Ich weiß, dass sie es ihnen ebenfalls gedankt hätten. Was bist du? Kein Ärger. Dein Glückstag. Dein Verlust tut mir leid. Was bist du? Ich glaube, das können wir nachher noch fragen. Wir sagen erstmal, dass uns das leid tut. Mein Beileid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Wer ist Jackson? Greifen euch sicher nicht grundlos an. Pech gehabt. Erzähl mir etwas über Roboter. Wer ist Jackson? Wer ist Jackson? Jackson war der Anführer dieser Karawane. Er war technisch enorm begabt. In vielerlei Hinsicht ist er mein Schöpfer. Er hat mir alle meine Verbesserungen eingebaut. Leider haben sie nicht gereicht, um sie vor den Robotern zu beschützen. Moment, Moment. Ich muss ganz kurz... Oh, Entschuldigung. Ich glaube, das kommt immer sehr laut. Du bist verbessert? Greifen euch sicher nicht grundlos an. Pech gehabt. Erzähl mir etwas über Roboter. Du bist verbessert? Du bist verbessert? Ja, modifiziert mittels einer Roboterwerkbank, die auf Prototypbauplänen basiert. An ihr können zahlreiche Robotermodifikationen durchgeführt werden. Mit mehr Verteidigungselementen, etwa eines Wachbots, hätte ich meine Freunde womöglich vor diesen Robotern schützen können. Oh, okay. Was sagen wir nun? Erzähl mir etwas über Roboter. Erzähl mir von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Warum bleiben? Es ist nun mal geschehen. In dem Preis bezahlt. Das konntest du nicht wissen.
Warum bleiben? Und warum seid ihr geblieben? Unsere Karawane war auf Reparaturen und Handel spezialisiert. Im Commonwealth gibt es Unmengen alter Teile, die wir hätten brauchen können. Das war ein kalkuliertes Risiko. Ja, wir können weiter antworten und das konntest du nicht wissen, sagen wir. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen, den Mechanist. Der Mechanist? Gefährliches Unterfangen. Lächerlicher Name. Du brauchst Hilfe. Der Mechanist? Wer ist der Mechanist? Meine einzigen Informationen stammen von den Augenbots. Die falschen reden von Friede und Gerechtigkeit. Nur eins ist sicher. Diese Roboter bringen nichts als den Tod. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Sehr schön, Roboterwerkbank. Willst du keine Rache? Geht mich nichts an. Ich mache es. Nun ja, wir wollen ja zur Bruderschaft, deswegen sagen wir, geht mich nichts an. Nein, willst du keine Rache, fragen wir natürlich, weil das gelb ist und wir dadurch vielleicht Punkte bekommen. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich gebe zu, ich verfolge zwei Ziele. Den Mechanist aufzuhalten, beschützt zum einen das Commonwealth und rechts zum anderen meine gefallenen Freunde. Ich werde erst ruhen, wenn diese Gefahr beseitigt ist. Das schulde ich Ihnen. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Bist du sicher? Ein andermal. Nicht jetzt. Los geht's. Oh, dann werden wir aber McCrady los. Immer schön eins nach dem anderen, sag ich mal. Bist du sicher? Sicher, dass du dafür fit genug bist? Ja. Ich werde nicht ruhen, bis der Mechanist aufgehalten wurde. Naja, los geht's, dann haut McCrady bestimmt ab. Mit Sicherheit. Obwohl ich McCrady, ja gut, mittlerweile finde ich den ja nicht mehr ganz so übel wie am Anfang. Unser erstes Treffen war ja nicht alles so schön. Alles in Ordnung? Ihr Schweigen ist beunruhigend. Ich weiß nicht, sollen wir ihn jetzt auch nach Sanctuary schicken? McCrady, eigentlich sollten wir da erstmal fertig machen mit ihm. Ach, was soll's. Wir wären feige, wenn wir es nicht machen würden. Also, los geht's. Ja, gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Wahrscheinlich sind die Roboter noch dort. Genau, und McCrady schicken wir jetzt nach Sanctuary Hills. Er wird sich jetzt nicht sehr freuen. Schade. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Zwar gar nicht mehr. Was war das? Oh, wir waren zu schnell. Begonnen eine neue Bedrohung. Schau dich bei der General Atomics Filiale, glaube ich, um. Wir haben aber etwas mit Stern gefunden. Eine Waffe? Uhu. Oh yeah. Des Jägers Gatling Laser verursacht 50% mehr Schaden gegen Tiere. Aktuelle Mods Gatling Laser Verschluss. Standardlauf, Standardvisier, keine Mündungsbremse, Schaden, Energieschaden, 14. Er braucht Fusionskerne? Jetzt wirklich? Aha. Und hat eine Feuerrate von 272, eine Reichweite von 203, Präzision 48 und Gewicht 19,3. Wert von sagenhaften 3804 Kronenkorken. Naja, was sollen wir machen? Das haben wir schon mitgenommen. Mit Roboterreparatursätzen reparierst du Roboterbegleiter, die im Kampf außer Gefecht gesetzt wurden. Das war zu schnell. Für uns? Auf jeden Fall zu schnell. Wo ist denn die zerstörte Karawane? Da müsste doch noch ein Rest hier liegen. Aber schön, dass die hier noch so blitzen. Schön gemacht. Was war das? Legendärer Quantenschwarmbot. Neue Wörter, die müssen wir uns erstmal irgendwie verinnerlichen. Cybermech, Augenbot.
Mechanist Holoband und Schallplatte Militärstandard Laser, Betawellen, Tuner und Stahl. Da war aber noch irgendwo einer. Überall waren noch welche. Da ist noch einer. Wir werden sehr viel Vakuumröhren und so etwas dann also bekommen. Also an Kupfer sollte es demnächst nicht mangeln. Ich glaube, da bekommt man nämlich Kupfer raus. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Oh, ja, hier ist die Karawane. Nein, 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 nein. Das stürzt wieder auf uns ab. Da oben. Gleich stürzt es ab. Wir sollten doch vielleicht, ja, eins nach dem anderen. Jackson, Jacksons Holoband. Oh, da haben wir richtig was zu hören gleich. Wir gehen aber lieber dann in Sicherheit. Verbranntes Technikhandbuch. Naja, gut. Eichhörnchen ein bisschen, das ist schön. Kampfmesser, okay. Turing hatte Kartoffelchips, ach so. Der hat dann die... Oh, hier ist aber viel. So, oh, so, Tagebuch. Okay. Zahnräder, aha, so sehen Zahnräder also aus. Etwas eckig. Hurz! Hurz ist gut! Hurz gefällt mir. Ja, schade, der ist nicht mehr gut. Den hätten wir gerne mal kennengelernt. Wir waren zu langsam, oh nein! Wir hätten schneller sein sollen. Und ein Servo-Mac-Müllbot. Ja, das ist ja herrlich. Und Shades. Okay. Dazu fällt mir jetzt nicht viel ein. Ich mochte den Film nicht, glaube ich. Oh, alle tot. Alle tot. Oh, und Lisa, auch tot. Liza, hallo. Das brauchen sie nicht mehr. Mhm. Und? War es das? Ja, das ist leider schief gegangen hier mit den Leuten. Dann schauen wir uns mal an, erstmal, was der Mechanist zu sagen hat. Da liegt ja noch einer. Ganz versteckt hier. Na, den hatten wir schon. Ach so, wir müssen erstmal ein bisschen in Deckung gehen. Da... Ich traue den Dinger nicht. Ja, das war jetzt nicht... Also, überraschend war es nicht. Auf gar keinen Fall. Oh, da ist ja noch so ein Riesending. Was ist das für ein Klumpen? Porter! Porter hat auch ordentlich was dabei. 10mm Patronen, Aluminium, biometrischer Scanner, Fusionskern, Schaltplatte, Militärstandard, 3 Stück sogar. Biometrischer Scanner nochmal, Superkleber, Knochenfräse, Kochplatte, Sicherung, Telefon, oh Mann, Tischventilator, Schlosserhammer, Blechdose, Dose, Schrauben, Schlüssel. Der hatte richtig was dabei. Okay, wir gehen hier ein bisschen weg vom Feuer, damit es nicht ganz so laut wird. Und dann werden wir erstmal sehen, was uns der Mechanist zu sagen hat. Mechanist Holoband war das zum einen. Schauen wir mal. Ach, wir haben natürlich lange hier unsere Liste nicht mehr aufgeräumt. Deswegen ist die so lang und so unübersichtlich. Na gut, hier ist es auf jeden Fall, Mechanist Holoband. Friedens. Fürchtet euch nicht. Diese Roboter sind eure Verbündeten, eure Beschützer. Und sie werden erst ruhen, wenn das Commonwealth gerettet ist. Gemeinsam werden wir wieder Gerechtigkeit schaffen und ein neues Zeitalter einläuten. Na gut, ich habe vergessen, wie das andere hieß. Da war ja noch eine Nachricht von Zoe, glaube ich. Ob wir das jetzt hier in unserem ganzen Kram hier wiederfinden.
Na, wer weiß schon. Ja, müssen wir ja. Und dann gab es ja auch noch das Tagebuch von... War das Lisa? Nein, das war nicht Lisa. Das war wer anders. Jacksons Holoband. Ja, ich glaube, Jacksons Holoband war das auch. Oh nein, jetzt haben wir es weggeworfen. So war das nicht geplant. Wiedergabe. Uns sind heute ein paar feindliche Roboter begegnet. Sie waren wild zusammengewürfelt, wie die, die wir an dieser Werkbank gebaut haben. Das Seltsame ist, dass einer von ihnen etwas von einem Mechanist gefaselt hat. Und dass sie hier sind, um das Commonwealth zu beschützen. Beschützen. Von wegen. Wir konnten entkommen, aber diese Dinger waren gefährlich. Shades und ich sind zurückgegangen und fanden einen Arm, den wir abgeschossen hatten. Wer auch immer diese Dinger baut, ist ein Könner. Vielleicht sogar besser als ich. Ich muss Ada und Hertz verbessern, damit sie mich noch beschützen können. Ja, zu spät. Also Hurz heißt er nicht, er heißt Hertz. Also er heißt schon Hurz. Okay, Zoes Tagebuch. Schauen wir da mal rein. Warnung. Ah, Moment. Willkommen bei Termlink von Robco Industries Trademark. Zoes privates Tagebuch. Warnung. Wenn dein Name nicht Zoe ist und du das hier liest, dann bist du tot. Dies und das. Also... Ich habe beschlossen, auf diesem kleinen Holoband ein Tagebuch zu führen. Ich fand die Idee ganz cool, es an verschiedenen Terminals zu aktualisieren. Sowas wie meine eigene kleine Sammlung, nur weiß ich teilweise gar nicht, wo wir sind. Mit Orientierung habe ich's nicht so, das überlasse ich den Bots. Heute haben wir einem netten... Schrottplatz angehalten, an einem netten Schrottplatz angehalten. Beeindruckenderweise ist er nicht so eklig und von wilden Ghulen überlaufen wie der letzte. Lisa hat mir geholfen, dieses Terminal zu reparieren, damit ich loslegen konnte. Naja, ich glaube, Ada und ich konnten eine recht gute Verteidigung aufbauen. Wir haben erstmal genug Vorräte, also werde ich mir hier alles in Ruhe ansehen. Ich muss wirklich ein paar gute Sachen zum Tauschen finden, wenn ich mir in nächster Zeit mal neue Handschuhe zulegen will. Raider sind dumm. Dum, 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 dum. Raider sind dumm. Ich gehe davon aus, dass Leute wie wir allein deshalb nichts zu befürchten haben, weil die Typen so dämlich sind. Letzte Nacht haben sie versucht, Porter was zu klauen. Einem gottverdammten Wachbot, der Gepäck trägt. Porter hat zwei von ihnen erledigt, ein anderer aktivierte beim Weglaufen einen Stolperdraht und der letzte, glauben wir jedenfalls, ist gestolpert und hat sich mit seinem eigenen Messer aufgespießt. Deswegen rennt man nicht, wenn man scharfe Objekte trägt. Aber von Schüssen aufzuwachen ist natürlich auch nicht cool. Es wird wohl Zeit, weiterzuziehen. Wer beschützt den Protektron? Wir haben eine ziemlich coole Fabrik mit ganz netten Protektron-Teilen gefunden. Daher will Jacksons uns jetzt unbedingt einen kleinen Bodyguard-Roboter bauen. Er arbeitet mit Shade und schon den ganzen Tag daran. Ich glaube, ich nenne ihn Hurz. Ich bin Hurz, Hurz, Hurz. Ich bin gespannt. Protektrons sind mein Ding. Beschützen und dienen. Oh, und natürlich autorisiert, rund um die Uhr tödliche Gewalt anzuwenden. In der Zwischenzeit haben Ada und ich die üblichen Verteidigungsmaßnahmen errichtet. Danach hat sie mir geholfen, nach Sicherungen und sonstigem Kram zu suchen. Nicht, dass ich faul wäre, aber Roboter sind dann am besten, wenn man nichts Schweres heben oder tragen muss. Ernsthaft?
Also wir haben in diesem kleinen runtergekommenen Reparaturgeschäft und... Wir waren in diesem kleinen heruntergekommenen Reparaturgeschäft und haben einen Händler gefunden, der sich im Schrank versteckt hat. Er hatte gedacht, wir wären Raider, also blieb er einen ganzen Tag und eine Nacht da drin. Und ja, das war so ekelig, wie man sich das vorstellt, weil es in Wandschränken keine Toiletten gibt und natürlich auch kein Toilettenpapier. Naja... Er meinte, wir wären ziemlich nah an diesem Gebiet namens Commonwealth, das wir uns vielleicht ansehen sollten. Angeblich kann man da ganz gut handeln und eine alte General Atomics Fabrik gibt es auch. Ich glaube, Jackson würde Turing zu gerne verbessern. Der alte Mr. Handy hat schon bessere Zeiten erlebt. Kaufrausch! Damit meinen die uns. Du wirst es nicht glauben, aber wir haben in einem Kaufhaushalt gemacht. Das ist wie ein wahr gewordener Traum. Ich habe schon neue Handschuhe und Stiefel gefunden, ganz zu schweigen von einer Sonnenbrille, für die mir Shades richtig was schulden wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er meine gesamten Nachtwachen für mindestens eine Woche übernehmen kann, damit ich da rankomme. Turing hat den restlichen Weg zum Commonwealth kartiert. Wir haben außerdem gehört, dass es einen Ort namens Diamond City gibt. Nicht das, was du denkst. Offenbar ist das so eine Art altes Stadion. Könnte lustig werden. Wäre auf jeden Fall schön, bald mal wieder eine große Siedlung zu besuchen. Na gut, das war das Tagebuch. Ich glaube, mehr haben wir gar nicht. Da war vielleicht noch irgendwo eine Notiz. Aber vielleicht, ja, ich bin jetzt... Also ich glaube, nein, eine Notiz jetzt hier noch zu finden. In diesem Wust. Das wird schwer. Da müsste man schon wissen, wie sie heißt. Rückrufcodes? Mhm. Ah, Roboter-Werkbank-Baupläne. Die untersuchen wir aber wenigstens mal. Und hübsch sehen sie aus, ja. Oh, oh. Das ist ja mal futuristisch. Wir müssen unbedingt irgendwas Cooles bauen. Wir verzichten auf die Bruderschaft vorerst. Nein, aber wirklich nur vorerst. Wir werden... Ja, doch, wir müssen auch die Bruderschaft in Angriff nehmen, damit wir das hinter uns haben, denn... Ja, ich bin nicht so der große Freund der Bruderschaft. Ich weiß nicht, wer die letzten Folgen verfolgt hat. Der wird das vielleicht schon dann und wann mal rausgehört haben. Blaupause nochmal. Na ja, gut, das sind die für das Institut... Irgendwie sind wir überhaupt nicht der Freund von irgendjemandem, außer die Railroad, naja, auch nicht mehr. Die Minutemen, die sind cool. Oh, Punkt 1, Piper. Und Piper ist weiterhin ein ernstes Problem. Diese Frau hat ein Talent dafür, hinter Geheimnisse zu kommen und könnte unsere Beziehung aufdecken. Was wir hier nicht brauchen, ist jemand von außen, der nicht zu mir zurückverfolgt werden kann. Aha. Das ist wahrscheinlich die Nachricht von Bürgermeister McDonald aus Diamond City. Punkt 2. Die Railroad. Zu diesem Thema gibt es immer noch nichts Stichhaltiges. Wenn die Railroad, die wie behauptet ein geheimes Hauptquartier in der Region hat, müssen wir davon ausgehen, dass sich auch Spione und Rekrutierer von ihnen in Diamond City befinden. Sie können sich nicht ewig verstecken. Punkt 3. Hancock. Dieser verdammte Ghoul, der sich als Anführer des Gesindels in Good Neighbor aufspielt, scheint entschlossen zu sein, meinen Ruf und meine Glaubwürdigkeit zu zerstören. Reisende, die von dort zurückkehren, werden immer misstrauischer. Wenn nicht bald etwas geschieht, könnte sich die öffentliche Meinung gegen mich wenden. Punkt 4. Die Ghoul-Farm. Diese Ghoul-Farmer auf dem Slog
versuchen sich ein besseres Leben aufzubauen und es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sie versuchen, auch wieder nach Diamond City zurückzukehren. Wenn ich mein Programm nicht durchbringen kann, werde ich nicht lange Bürgermeister bleiben. Vielleicht können Sie jemanden schicken, der Sie von Ihrem Vorhaben abhält. Punkt 5. Die Minutemen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht ganz, aber es geht das Gerücht um, dass sich die Minutemen neu aufstellen. Ich bezweifle, dass nach dem, was beim letzten Mal geschehen ist, noch irgendjemand einen Haufen paranoider Farmer und Siedler zusammentrommeln kann. Ich erwähne es nur, damit Sie Bescheid wissen, falls präventive Maßnahmen nötig werden. Oh, schön, dass unsere Minutemen auch mal erwähnt werden. Das ist doch mal ganz nett. Okay, es wurde automatisch gespeichert. Mit Ada wollen wir auch in der Nacht nicht rumlaufen. Wir haben doch hier irgendwo... Ja, genau. Wir haben doch hier irgendwo einen Schlafsack entdeckt. Legen wir uns, kuscheln wir uns ja ein wenig an Liza. Ich glaube, ihre Leiche ist noch warm. Also dürften wir nicht zu sehr frieren. Und ich denke mal, ja, 12 Stunden Schlaf sollten reichen. Ja, und wir müssen nämlich unser Vorhaben jetzt ändern. Entweder wir nehmen den neuen Roboter Ada mit zur Bruderschaft. Wobei diese technologieversessene Bruderschaft, ich weiß nicht. Nein, ich traue denen nicht. Also wir werden das noch machen. Wir werden jetzt erstmal gucken, wie weit ist die nächste Siedlung entfernt. Am liebsten würde ich nämlich jetzt nach Sanctuary laufen. Ja, okay, wir sind mittendrin. Sanctuary wäre auf jeden Fall ein erreichbares Ziel. Sanctuary Hills. Ich denke, da können wir einmal hinlaufen mit Ada. Dann lernen wir uns mal so ein bisschen kennen unterwegs. Ada, dir schwebt da irgendwie ein Bolzen oben hinter. Da ist irgendwie, das ist das... Das Dingensschwert schwebt über dir. Sieht nicht so gut aus. Können wir nicht reden? Doch, können wir. Ada? Bitte nehmen Sie Ihre Komponenten, Ma'am. Ach so. Ja gut, wie ich schon sagte, auf nach Sanctuary Hills. Und zum Glück spielt das Wetter... Was ist? Wir sind so schwer? Moment, das könnte dann doch lange dauern. Dann geben wir Ada mal ein bisschen was. Ada bekommt jetzt den gesamten Schrott von uns. Schrott, Schrott, Schrott. Ja, bekommt sie erstmal Schrott. An für sich reicht das schon. Aber das können wir... Oh, das ist aber auch wirklich viel jetzt. Schön. Sie kann aber auch viel tragen. Okay. Schwupp und dann geht's weiter. Haben wir auch nichts vergessen? Ein letzter Blick bei Sonnenschein. Die Namen nochmal merken. Shades. Hurz. Ja, der ist gut zu merken. Der Name ist Zoe. Turning. Jackson natürlich. Das Amateurfunkbox. Ist das an oder aus? Das können wir jetzt eigentlich ausschalten. Und zu guter Letzt noch Eliza. Ja. Jetzt werden wir aber ganz schnell in Sanctuary auftauchen. Denke ich. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Was ist? Kommt sie nach, Ada? Warum sage ich sie zu ihm? Oder es. Er, sie. Oder sie, er. Also sie wird schon nachkommen. Ja, sie kommt. Okay, da oben ist eine gelbe Kiste. Aber... Ach, Kläfliegen. Ada, das musst du aber ganz anders... Oh, Ada ist, glaube ich, ein bisschen gehandicapt aus irgendeinem Grund. Keine so große Bedrohung.
kommt die da nicht so gut klar mit den ganzen Dingern hier. Ja, deswegen denke ich, es ist schon eine schlaue Idee, jetzt erstmal nach Sanctuary zu gehen und gucken, wo haut sie jetzt ab? Naja, sie wird schon... Noch so ein Ding. Ah. Tritt drauf, einfach. Was ist denn jetzt los? Drei Schläge auf so eine Kakerlake? Na, das war jetzt aber auch mal was Neues. Und wo müssen wir denn lang? Geradeaus müssen wir. Moment, wir könnten natürlich der Aufgabe nachgehen, aber ich fürchte, dass wir dann mit Ada noch ein kleines Problem haben. Die Neugierde bringt uns ganz einfach nach Sanctuary. Wir müssen erstmal gucken, was können wir denn da überhaupt bauen an den Robotern. Ja, eine neue Bedrohung. Ada sagte, dass sie die Roboter des Mechanists bei der General Atomic Fabrik gesehen hat. Vielleicht finde ich dort etwas, was uns zum Versteck des Mechanist führt. Schau dich bei der General Atomics Fabrik um. Ja, aber nicht jetzt, wie gesagt. Erstmal geht's jetzt nach Sanctuary. Hier drüben, das ist doch schon die Corvega-Fertigungsanlage. Naja, dann sind wir recht schnell dort, wo wir hinwollen. Und wir gehen diesmal einen ganz abenteuerlichen Weg. Ach, rechts rum sind wir, glaube ich, auch schon mal daran vorbeigegangen. Okay, Abwasser. Ja, ey, da hat erstmal nicht so viel zu sagen, denke ich. Das hier ist doch nicht der Slog, oder? Nein, das kann nicht sein, der ist ganz woanders. Ach, wer saß denn da oben drauf? Raider? Ja. Mit denen wollen wir uns nicht lange aufhalten. Genau. Ach ja, hier waren die Flamingos. Da wollten wir auch mal reingucken. Oh, aber da war der Kühlschrank schon. Moment, war da ein Kronkorken? Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Nein, da war nichts drin. Ja, wir müssten aber schon die richtige Richtung jetzt wählen. Mich wundert es in letzter Zeit, dass diese grauenvollen Stürme nicht mehr aufgetaucht sind. Oh, geplündert. Eine Grabstätte hier. Ja, diese grauenvollen Strahlstürme, dass die nicht mehr aufgetaucht sind, das finde ich gut. Vielleicht liegt es daran, dass wir Virgil sein Serum gegeben haben. Oder es liegt daran, dass die Railroad und Tüftel Tom irgendetwas dagegen unternehmen konnten mittlerweile. Oder es ist einfach nur Zufall und wir haben das nicht mitbekommen, weil wir in letzter Zeit öfter schlafen gegangen sind. Oh, Blutblatt, da können wir aber nicht so einfach vorbei. Die kommen doch meistens in Gruppen. So viel Blutblatt. Den See müssen wir uns merken. Aha. Wasser macht dem Aggressotron Ada also nichts. Oh, wir sehen schon da hinten diese Kugel von Concord. Und das heißt, wir sind ganz in der Nähe. Also hier ist schon mal das Museum der Freiheit. War doch Freiheit oder Freizeit? Doch. Hier sollten wir... Naja, wir sind hier schon an beiden Richtungen vorbeigegangen. Links oder rechts. Wir haben sie beide schon getestet. Wir legen uns allerdings wieder nicht mit den Raidern hier an. Wir sind immer zu beschäftigt, wenn wir hier vorbeikommen. Ein Ziel vor Augen und... Dann einfach vorbei. Concord. Concord müssen wir nämlich auch nochmal richtig durchsuchen. Oh, der war aber schnell jetzt irgendwie. Das hier können wir gar nicht aufheben.
Aber die Hackblume hier können wir noch mitnehmen. Ach so, und diese. Und dann geht es hier lang Richtung Red Rocket Raststätte. Da unten den Blutkäfer nehmen wir, denke ich, noch mit, der wieder am Brahmin saugen wird, höchstwahrscheinlich. Ja. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Genau. Sonst am Anfang waren es ja zwei Blutkäfer da. Da hatten wir auch echt Probleme mit. Ich meine, ganz am Anfang, so irgendwie die fünfte Folge oder die zehnte war es, glaube ich, schon. Sehr am Anfang auf jeden Fall alles. Und wir sind ja so gespannt, was wir alles bauen können. Aber wir halten durch bis Sanctuary Hills. Das heißt, wir werden uns kurz vorher dort für einen Screenshot mit Ada aufbauen. Für einen Thumbnail für YouTube. Aha. In den Hund hat also wieder jemand was reingesteckt. Fleisch und diesen Kreuzschlüssel, den nehmen wir aber mit. Und dieser Raider, den hat sogar jemand angezogen. Na gut, mit Ada nach Sanctuary Hills. Und vielleicht sollten wir uns hier so ein bisschen vor die Minuteman-Statue stellen, wenn es eine ist überhaupt. Ja, und da kommt Ada und da ist die Statue und das gibt ein wunderschönes Thumbnail, hoffe ich mir zumindest davon. Ja, an der Stelle darf ich mich ganz herzlich bedanken fürs Zusehen. Ich sage Daumen hoch für euch, lasst ein paar Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.